Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Gaming Schnäge. Heute die erste Folge der Street Fighter 6 World Tour. Für alle, die sich jetzt wundern, warum ich hier schon mitten in der City bin und was hier überhaupt abgeht, schaut euch mal gerne auch dann das Video an, was ich zur Street Fighter 6 Demo gemacht habe. Denn bei der Demo konnten wir halt diesen ganzen Bereich hier vorne, wo ich jetzt hier stehe, schon uns angucken und ein bisschen kämpfen. Das heißt, wir hatten hier halt nur eine kleine Introduction von Luke und dann auch hier mit der, wo ist die Kleine? Hier, da hinten ist sie. Ne, mit der guten Alice, ne, und die hat uns so ein bisschen gezeigt, yo, wir können hier reingehen und eigentlich mit jedem kämpfen und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut und ihr seht auch schon links oben, wenn ihr mal ganz genau hinguckt, da steht Dark Schnegge und Dark Schnegge hat hier natürlich schon Level 15 erreicht, denn ich habe hier natürlich schon ein bisschen gekämpft und auch schon ein bisschen hier weitergemacht, ne, und durch jeden Kampf levelt ihr halt in diesem Spiel. Ihr kriegt ja natürlich auch ein bisschen Geld, ja, was natürlich auch wichtig ist, um sich später vielleicht nochmal andere Klamotten zu kaufen, weil ich bin ganz ehrlich zu euch, aktuell sieht mein Charakter ein bisschen naja aus, oder? Aber man kann sich dran gewöhnen. Und das Coole am World Tour Modus ist, dass wir auf die verschiedenen Street Fighter Legenden dann hier auch treffen und so ein bisschen halt auch, unter deren Fittiche genommen werden. Das heißt, im Laufe der World Tour könnt ihr euch dazu entscheiden, zum Beispiel, keine Ahnung, den Kampfstil von Ryu anzunehmen. Oder ihr seid ganz wild und wollt irgendwie, Zangief oder sowas benutzen als Kampfstil. Das könnt ihr alles machen. Dazu müsst ihr allerdings dann erstmal zu dem jeweiligen, da kriege ich einen drauf, zu dem jeweiligen legendären Street Fighter hin. Und dann müsst ihr halt seinen Kampfstil lernen. Ne? Und in dem Fall, wie ihr jetzt hier seht, ich habe gerade den Kampfstil von Luke halt. Na, das ist der erste, den ihr halt bekommt. Und das ist eigentlich ganz einfach gemacht, muss ich sagen. Ja, ansonsten, was können wir uns hier alles angucken? Wie gesagt, das ist jetzt hier nochmal so dieser kleine Bereich. Ist eigentlich ganz lustig gemacht, auch wenn es optisch, ganz ehrlich, nicht wirklich genial ist und teilweise sehr veraltet wirkt. Es macht aber Spaß. Das ist ja das Wichtigste überhaupt, wenn wir uns hier auch mal rumgucken. Bei der Demo konnten wir zum Beispiel hier nicht weiter. Das ging gar nicht. Hier hinten ist nämlich von Ken Masters. Schaut mal da, da ist nämlich sein Gebäude. Ne? Also es ist schon sehr interessant. Und da oben sehe ich sogar etwas. Schaut mal. Das heißt, ihr könnt jetzt hier wild, wenn ihr möchtet, hin und her laufen. Und da die Jungs hier, die gucken dich schon ganz böse an. Da würde ich jetzt noch nicht hinlaufen, weil ich glaube, die sind auch noch ein bisschen schwierig im Level halt. Ne? Aber wie gesagt, wir können jetzt hier überall rumlaufen und uns hier mal umgucken. Wir haben natürlich aber auch Aufgaben gekriegt. Na, wir sind in Metro City, werden natürlich aber auch später noch in andere Städte reisen. Da ist unser Questmarker, seht ihr das? Diese lilane unterlegte Krone da, da gehen wir jetzt mal hin. Denn wir sollen nach Chinatown und dort treffen wir, na, wer könnte in Chinatown sein? Richtig, wir gehen nach Chun-Li, ich bin mal gespannt. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht anrempeln, das war jetzt nicht... Okay, was los? Hey. Du wirst fortan sehr viel reisen, um stärker zu werden, oder? Ja, wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um den Bus zu nehmen. Chinatown ist in diese Richtung. Man kann das große Tor kaum übersehen. Wie auch immer, viel Glück da draußen. Okay, also sieh dir jede Bushaltestelle an, die du findest. Schnellreisen. Nachdem du eine Bushaltestelle zum ersten Mal gesehen hast, wird sie als Schnellreiseort verfügbar. Wenn du sie über die Karten in deinem Gerät auswählst, kannst du sofort dorthin gelangen, auch wenn du weit entfernt bist. Versuche, jede Bushaltestelle anzusehen, die du in der Stadt findest. Es gibt auch Schnellreisepunkte, die durch Missionen freigeschaltet werden können. Halte Ausschau nach Leuten, die T-Shirts mit einem Busmotiv tragen. Wenn du ein Fan von Schnellreisen bist, könnte es sich lohnen, mit ihnen zu sprechen. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Gab es auch in der Beta so nicht. Also ich untersuche jetzt mal hier. Ne? Jetzt habe ich ihn so gesehen aktiviert. Sehr geil. Denn in dieser ganzen Welt könnt ihr eine Menge Sachen dann halt auch machen, finden. Und ihr seht auch hier die Schnellreisepunkte aktivieren. Na, dann machen wir das doch mal. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach erstmal Richtung Chinatown. Orla, okay. Na, und gucken uns mal um. Ihr seht auch, ich könnte hier hoch. Was befindet sich denn da oben? Wir müssen ja eigentlich da hinten hin, aber warum können wir hier hoch? Ich muss da oben hin. Ich muss wissen, was hier oben abgeht. Er klettert absolut weird, aber so geht's halt schneller. Oh, wer bist denn du? Der Watcher. Level 28. Ja, ich würde sagen, den Watcher, ein total wilder Typ, den können wir jetzt noch nicht angreifen. Hier ist eine Kiste, sehr cool. Das gibt es nämlich auch überall in der Stadt. Kisten, ne? Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Strickmütze gekriegt. Sieht jetzt nicht cool aus, aber schaut mal, Schlagstärke wurde verbessert und Verteidigung.
Das heißt, wir können unsere Cappy absetzen. Ich gehe mal rein, schaut mal. Das ist das Menü, da habt ihr Status, Objekte, Missionen, die Karte, Hintergrundbilder etc. etc. Für euren Charakter geht ihr einfach auf Status. Und da gucken wir mal, die Straßencappy, die Stats verändern sich. Schaut mal, wenn ich jetzt auf die Wollmütze gehe, schaut auf die rechte Seite. Lukes ist Stilrang 7 und darunter steht dann Gesundheit, Schlagstärke und sowas. Ne? Schlagstärke geht hoch und die Verteidigung geht hoch. Also Mütze her und ich habe gerade auch noch eine Trophy gekriegt, das freut mich. Ja, wir sehen immer noch nicht aus wie ein ernstzunehmender Street Fighter, aber nun gut. Ich gehe nochmal hier weiter, bevor wir nach Chinatown gehen. Ich überlege auch noch übrigens, wie lange ich diese Folgen dann mache. Da ist noch eine Kerze, seht ihr? Da ist nämlich noch eine Truhe. Das überlege ich mal. Ich sag mal, so eine halbe Stunde an Folge, denke ich mal, ist immer ganz cool. Schlagbooster, Nahrungsergänzungsmittel, das dauerhaft deine Schlagstärke erhöht. Banane ist der Knaller, also knall dein Gegner was vor den Latz. Auch das habt ihr, ne? Ihr habt hier Futter, Getränke etc., was euch dann halt auch stärker macht im Kampf, ne? Okay, gehen wir mal wieder runter und gehen weiter Richtung Chinatown. Ich werde natürlich zwischen den ganzen Folgen auch immer noch ein bisschen selber kämpfen, ne? Damit ich ein bisschen stärker werde. Das könnt ihr auch machen. Gewisse Sachen könnt ihr kaputt machen. Was schon danach aussieht. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier was drin. Na gut. Wo ist Chinatown? Ah, da hinten ist es doch schon. Da seht ihr doch schon, ne? Hier ist doch schon Chun-Li. Nee, das ist Chun-Li. Aber sie hat ein Symbol von Chun-Li. Das wurde zu mir auch gesagt. Die hat was Besonderes zu tun halt mit Chun-Li. Sieh mal an, dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein Kampfsportler? Das sehe ich dir an. Du hast diesen Blick, den Blick von jemandem, der entschlossen ist, stärker zu werden. Ach, ich's vergesse. Lass mich dich über etwas aufklären. Hast du nach einem Kampf schon mal einen Gegenstand oder zwei erhalten? Ja, habe ich. Du kannst viele interessante Objekte bekommen, wenn du während eines Kampfes bestimmte Bedingungen erfüllst. Als Belohnung für die zusätzliche Anstrengung könnte man sagen. Wie auch immer, behalte das im Hinterkopf. Es wird dir sicher helfen, wenn du stärker werden willst. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Also Belohnung für Siege unter bestimmten Bedingungen. Street Loot. Jeder Gegner hat seine eigene Siegbedingungen, die Street Loot genannt werden. Wenn du den Kampf gewinnst und diese Bedingungen erfüllt sind, erhältst du die entsprechende Belohnung. Wenn du bestimmte Belohnungen haben möchtest, musst du genau auf die Bedingungen achten und deine Vorgehensweise entsprechend anpassen. Über Street Loot erhalten Objekte werden am Beginn vom Kämpfen angezeigt. Genau, das habt ihr auch. Da müsst ihr darauf achten, wenn wir jetzt gegen einen kämpfen. Oben ist seine Lebensleiste und links daneben ist dann meist so ein Symbol neben seinem Level. Ne? Drückst du während des Kampfes die, was ist denn das, Options-Taste, um Street Loot Bedingungen und die damit verbundenen Belohnungen anzuzeigen. Also das müssen wir da nochmal gleich testen. Gegner mit einem Schlüsselloch-Symbol über dem Kopf besitzen seltene Belohnungen. Überprüfe ihre Street Loot Bedingungen und finde heraus, ob du den Preis erlangen kannst. Okay. Ich würde sagen, wir kämpfen. Oh, jetzt sei fast das Mikro hier weggeschleudert. Wir kämpfen jetzt mal gegen die gute Lady hier. Die auch wirklich schon so einen Chun-Li-Style auf jeden Fall hat, oder? Na, und ich habe doch gerade schon irgendwas abgeschlossen. Seht ihr das? Ah, okay. Diese Charaktere sind auf jeden Fall ein bisschen stärker. Aber wir hauen sie weg. Seht ihr? Und da haben wir jetzt was gekriegt. Und sogar noch Street Food gekriegt. Färbemittel. Cool. Eine Tinktur, die Farbe deiner Ausstattung verändert. Kombinierbar mit anderen Farben für eine bunte Vielfalt. Okay. Cool, cool. Na gut. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Wir gehen straight rüber nach Schein. Oh, holy! Der hat mich angegriffen. Habt ihr das gesehen? Die Mad Gear-Typen. Heini! Alter, ich habe mich erschrocken. Ich habe die ehrlich gesagt gerade gar nicht gesehen und beachtet. Passiert natürlich auch, ne? Ihr werdet in der Stadt überfallen. So, wir sind da. Wir sind da. Und ich bin bei den Zwischensequenzen dann meist immer ein bisschen ruhiger, wenn das okay für euch ist. Denn jetzt werden wir wahrscheinlich gleich Chun-Li sehen, wie sie hier eine kleine Trainingsstunde gibt. Da ist sie schon.
Ben, I'm disappointed in you. It's all that fooling around on your PC. I'm not fooling around. You're just way too good. Sorry for the trouble. I didn't mean to get you involved. I'm Chun-Li. Is there something I can help you with? Ja, ich würde gern deinen Kampfstil lernen. Cool gemacht. Verstehe, du bist auf der Suche nach Stärke, was? Dieses Gefühl kenne ich nur zu gut. Ich habe selbst eine lange Karriere als Kämpferin hinter mir. Ich habe gegen alle möglichen Gegner gekämpft, darunter sehr mächtige Feinde. Aber auch Freundschaften wurden in den Feuern des Wettbewerbs geschmiedet. Okay. Nach all den Jahren des Kampfes fand ich, dass es Zeit für eine Pause ist. Deshalb bin ich hier und bringe den Einheimischen Kung-Fu bei. Ich kann nicht versprechen, dass es dir die Stärke gibt, die du suchst, aber ich bringe dir gern ein oder zwei Dinge bei. Lass uns loslegen, Li Fen. Sie hatte gerade einen blanke Anhänger, einen Jimmy-Anhänger. Okay. Ich sehe aus wie der letzte Clown, wenn ich ehrlich bin. Aber Chun-Li sieht toll aus. Das klappt nicht so ganz. Wie in real life bei mir. Neuer Meister. Du hast den folgenden Titel erhalten. Das konnte ich nicht mehr sehen. Neuer Kampfstil verfügbar. Du lernst jetzt von Chun-Li. Du kannst den Kampfstil, die Basis-Moves, die Meisteraktion und die einzigartigen Angriffe von Chun-Li verwenden. Kikuken, feuere ein Ki-Projektil direkt nach vorne, nützlich um Gegner auf Entfernung anzugreifen. Der Spinning Bird Kick, Chun-Lis berühmter Helikopter-Move, er führt großen Schaden zu, wenn der Gegner wehrlos ist. Verwende einen für dich geeigneten Stil, das könnt ihr nämlich jetzt mixen, das finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Wenn du anfängst von jemandem zu lernen, erhältst du Zugang zum Stil dieser Person, du kannst jedoch immer nur einen einzigen Stil verwenden. Daher ist es wichtig, einen Stil zu finden, der zu deinem individuellen Kampfsatz passt. Suche überall auf der Welt nach legendären Kämpfern, um von ihnen zu lernen und probiere möglichst viele Stile aus. Okay, variiere und kombiniere Special Moves, um einen einzigartigen Kampfstil zu kreieren. Du kannst erlernte Special Moves nach Belieben verwenden, selbst wenn du den Stil wechselst. Durch Kombination der Special Moves verschiedener legendärer Kämpfer kannst du einen ganzen oder einen ganz eigenen Kampfstil erschaffen. Öffne dazu dein Gerät, starte die Status-App und wähle Special Moves. Die angezeigte Zahl gibt dir eine generelle Idee, wie stark der angerichtete Schaden ausfallen wird. Allerdings haben noch weitere Faktoren Einfluss, beispielsweise deine Stufe. Special Moves müssen für jeden Stil und Steuerungstyp festgelegt werden. Jede Änderung kann deine Einstellung beeinflussen. Okay, wir gehen mal rein. Das war natürlich auch hier wieder unter Status, ne? Und jetzt gucken wir mal Special Moves. Da sind aber die Moves von Chun-Li und... Ach, hier sind sie. Der Kikuken. Und ich werde jetzt mal... Das ganze Mixen, mache ich den Spinning Bird Kick auch mit rein? Was bedeutet denn 600?
Ach, ich habe noch gar nicht die Möglichkeit, hier das auszuwählen. Okay, also der Kikuken ist erstmal dran. Das müssen wir nochmal schauen. So, wir haben aber hier noch unseren Talentbaum. Da will ich nochmal rein, das will ich euch zeigen. Denn in der Demo gab es nur einen kleinen Talentbaum. Den konntet ihr auswählen und dann war hier Feierabend. Jetzt haben wir hier aber, ihr seht das links oben, Seite 2 von 5, ne, um ein bisschen stärker zu werden. Jetzt muss ich mal gucken. Erhöht die maximale Kapazität deiner Superanzeige oder erhöht die Verteidigung? Ich würde sagen Superanzeige, oder? Können wir aber nicht, weil wir brauchen 7, also gehen wir auf Verteidigung. Gut, da ist das nächste freigeschaltet. Und das wäre dann Ausstattungslook. Ermöglicht die Verwendung der Option Ausstattungslook, um dein Aussehen unabhängig von Ausstattungswerten anzupassen. Du erhältst außerdem die Ausstattungsreihe Unbekleider. Also cool, das ist sehr nice, ne? Weil wir sehen ja aus wie der letzte Lauch mit unserer Pudelmütze. Wir können jetzt hier uns noch personalisieren, wenn ich jetzt 5 von den Kampfpunkten habe. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Okay, also wir haben jetzt einen Kampfstil von Chun-Li. Jetzt werden wir uns mal hier gleich den erstbesten krallen und dann mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ich habe den aber noch drin, ne? Weil jetzt gerade er hier wirklich nur den Uppercut macht. Ich habe auch gerade noch irgendwas wieder freigeschaltet. Habt ihr das gesehen? Wir sind gelevelt. Sehr schön. Gut, also Li Fan können wir auch noch... Wir bekämpfen sie einfach mal. Sie ist ja im Chun-Li-Style, ne? Sag mal, komm da weg. Kommt schon. Damn. Hab sie. Meine Lebensanzeige, da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Die Lebensanzeige, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen drauf geachtet werden, dass man die wieder hochpowert. Schaut mal rechts oben, ich bin Stufe 16 und darunter die grüne Lebensanzeige. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Lebensanzeige sich irgendwann verbessert. Na, da müssen wir dann mal gucken. Okay, Grandma. Zeig, was du drauf hast. Ich habe gerade den Kikuken gemacht. Wie auch immer ich das mache. Sagt der, I kick you? Und weg. Okay, da kriegen wir immer nur ein bisschen Geld für, ne? Für die normalen Kämpfe. Seht ihr, ne? Die Zenny kriegen wir dann immer. Okay, Chun-Li, können wir mit Chun-Li reden? Bis auf Weiteres bist du mein Schüler. Warum unterhältst du dich nicht ein wenig mit deinen neuen Mitschülern? Okay, wir müssen ja nicht immer jeden kaputt hauen, ne? Also. Sei gegrüßt. Hast du dich entschieden, Chun-Lis Schüler zu werden, weil ihre Schönheit dich fasziniert? Er hat uns erwischt. Oh, keine Bange. Ich werde das nicht gegen dich halten. Es spielt keine Rolle, aus welchem Grund man einen Lehrer gewählt hat. Du kannst in jedem Fall mit ganzem Herzen von einem Meister lernen und sein Handwerk verfeinern. Dein Meister und du. Du kannst überprüfen, bei wem du lernst, indem du dein Gerät öffnest und in der Status-App Meister auswählst. Dieses Menü zeigt deinen Bindungspunkt mit jedem Meister an, deinen Rang in ihrem Stil sowie ihre Profile und Informationen über ihre Kampftechniken. Okay. Ein neuer Schüler, nicht wahr? Was hältst du von einem kleinen Sparring? Ja klar, komm her. Deine Haltung ist ja völlig falsch. Wenn du ein Sparring willst, wechsel zu Chun-Lis Stil und melde dich dann wieder bei mir. Stilwechsel. Um deinen Stil zu ändern, musst du die Status-App deines Geräts öffnen und im Bereich Ausstattung die oberste Option wählen. Was? Warte mal.
Status. Ausstattung, die oberste. Ach, hier, Look-Stil, Chun-Li-Stil. Okay, das sah gerade weird aus. Okay, Dude, ich glaube, wir können. Ja, das sieht bei ihm natürlich jetzt super weird aus. Und ich habe jetzt auch... ich habe da gar keine Attacken drauf. Da muss ich dann aber auch nochmal gucken, weil ich glaube, ihr müsst bei den einzelnen Kampfstilen auch die Attacken dann natürlich extra reinpacken, ne? Hey. Ist dir bei unserem Kampf etwas aufgefallen? Hast du bemerkt, dass du und ich uns auf gleiche Weise bewegen? Ja. Das liegt daran, dass wir beide Chun-Li's Stil verwenden. Naja, wir sind ja auch beide ihre Schüler und so. Selbst wenn du einen einfachen Schlag ausführst, ändert sich die Bewegung von Stil zu Stil völlig. Die Wahl eines Meisters, dessen Stil gut zu dir passt, ist eine der Grundlagen für deinen künftigen Erfolg. Oh, wenn du den Stil von Luke bevorzugst, kannst du jederzeit über deine Status-App wieder zu ihm wechseln. Und wir sind gelevelt bei Chun-Li. Okay. Bis vor kurzem widmete Chun-Li den größten Teil ihres Lebens der Jagd auf ein großes Verbrechersyndikat, was ja in Street Fighter V der Fall war und Shadaloo, das gute Verbrechersyndikat unter Führung von Lord M. Bison, wurde ja zerschlagen. Das heißt, Chun-Li hat eigentlich jetzt momentan keine Aufgabe mehr. Dessen Boss wurde ausgeschaltet und nun kann sie sich endlich ein wenig zurücklehnen. Vorerst zumindest. Okay. Na, das ist ja super weird, wenn man... Hat er mich... Ah, seht ihr? Da ist genau nämlich das, was passiert. Wir haben nicht auf unsere Leben geachtet. Lass dich von Niederlagen nicht unterkriegen. Continues. Wenn deine Gesundheit auf Null gesunken ist, kannst du wählen, ob du weiterkämpfen möchtest oder nicht. Wenn du dich entscheidest, aufzustehen, wird deine Gesundheit aufgefüllt und der Kampf geht weiter. Wenn du dich entscheidest, aufzugeben, ist der Kampf zu Ende und du musst das Spiel an einem bestimmten, an einer neuen bestimmten Stelle neu beginnen. Du erhältst keine Belohnung aus dem Kampf, in dem du gewesen bist. Aber wir stehen doch auf. Wir hatten nur genug, nicht mehr genug Leben. Okay, so geht's auch. Es sieht so weird aus, wenn er sich wie Chun-Li bewegt. Sprich Chun-Lis Schüler an. Wen haben wir denn hier noch? Wen können wir da noch anschnacken? Die Kinder. Das Restaurant von Bao Bao Bro heißt... was? Von Bao Bao Bro hat Hammer Dim Sum. Und die Xiao Bing erst. Unglaublich. Li Fan kriegt nicht genug von den Dingern. Okay. Sie nennen ihn Bao Bao Bro, aber sein Kopf ist ein Mantou. Mantou haben keine Füllung. Heißt das, sein Kopf ist leer? Ah, ich rede von den Maskottchenfiguren für Hao Hao Teigtaschen. Okay. Wen haben wir denn noch nicht angesprochen? Die gute alte Dame haben wir aber angesprochen, oder nicht? Hast du schon mal von Meisteraktionen gehört? Du kannst dir von jedem Meister, bei dem du lernst, eine neue Aktion aneignen. Das ist toll, nicht wahr? Nee, ich glaube, das haben wir nicht. Mische die Straße mit Special Moves auf. Meisteraktionen. Wenn du von einem legendären Kämpfer lernst, erhältst du Zugang zu dessen Meisteraktionen. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, drücke R2 und eine Angriffstaste, um diese... dieser Taste zugewiesene Meisteraktion auszuführen. Einige Meisteraktionen können sogar verwendet werden, um Holzkisten und Fässer zu zerstören oder auf weit entfernte Plattformen zu gelangen. Unterschiedliche Meisteraktionen benötigen unterschiedliche Mengen der Drive-Anzeige. Der Einsatz einer Meisteraktion bei Passanten kann direkt zu einem Kampf führen. So beginnst du das Gefecht mit einem Präventivangriff, der die Waage ein wenig zu deinen Gunsten neigt. Meisteraktionen sind zwar praktisch, verbrauchen aber die Drive-Anzeige. Also behalte stets im Auge, wie viel Energie dir noch zur Verfügung steht. Ja, okay. Chun-Li, ich habe, glaube ich, mit allen geredet. Bis auf Weiteres bist du mein Schüler. Okay, ich habe mich aber eigentlich mit allen unterhalten. Ne? Obwohl, hier sind auch noch welche. Brettbrecherin Ren. Wir reden mal mit ihr. Wenn du Tafeln zerbrechen willst, bist du hier genau richtig.
Haha, keine Bange, das dient alles nur der Belustigung. Tafeln werden überall hochgehalten. Es liegt an dir, sie zu zerbrechen wie in einem Kung-Fu-Film. Wenn du dich stilvoll bewegst, werde ich dich reich belohnen. Wollen wir loslegen? Okay, jetzt kommt Minispiele. Seht ihr, es wird immer interessanter. Ne? Gerade hier jetzt in der ersten Folge müssen wir natürlich aber auch viel lernen. Spiele Minispiele, um Zenny zu verdienen. Willst du mit einem Teilzeitjob ein paar Zenny verdienen? Dann sprich mit einer Person, die ein Geldsymbol über den Kopf hat. Teilzeitjobs können beliebig oft ausgeführt werden und sind somit eine großartige Möglichkeit, deinen Geldbeutel zu füllen, wenn es dir ein Zenny mangelt. Außerdem erhältst du eine Belohnung für das erste Mal, wenn du eine bestimmte Punktzahl schlägst. Sobald du das Objekt bekommen und die Geschichte ein bisschen vorangebracht hast, werden neue Schwierigkeitsstufen der Teilzeitarbeit verfügbar. Okay, ja, ich will das ausprobieren. Zerbricht 10 Tafeln innerhalb eines Zeitlimits. Okay. Kung-Fu Target. Was geht jetzt ab? Aber wie kann ich denn... Okay. Das war's? Oh, ich habe das nicht gesehen, Leute. Dass die da oben stehen, die Jungs. Wahnsinn. Oh, okay, da gab's ja nie für. Finde ich ja lustig. Ein Energy Drink noch mit dazu? Nö, eigentlich nicht, weil das waren ja 10 Stück, ne? Cool. Okay. Ich muss direkt wieder auf Luke's Stil erstmal changen, glaube ich. Weil ich hier noch gar nichts irgendwie dann zugewiesen habe. Wild. Echt wild. Okay, wartet. Wie ging das nochmal? Status und dann den Stil auf Luke changen, ne? Genau. So, okay. Wen haben wir denn hier noch? Mit wem können wir noch reden? Eigentlich können wir hier nur mit allen Leuten noch so ein bisschen kämpfen. Ja, okay. Leute, eine Menge Informationen zu Anfang. Ne? Also es ist einiges los. Ich würde sagen, das soll für die erste Folge unserer World Tour Abenteuer das auch schon gewesen sein. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gerne ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen rumkämpfen und dann sehen wir uns, wenn es in der Geschichte weitergeht. Also macht's gut.